Es kann nicht so weitergehen, ey. Mein afrikanischer Papa schlägt mich immer, ey. Ich brauch einen deutschen Pass. Mann. Onkel D? Was machst du denn, Alter? Ja? Ich trainiere. Was machst du? Ich trainiere. Vor der deutsche Pass. Hey, brauchst du nicht so ein Einbürgerungsfest? Man muss Kraft haben. Vor einem deutschen Pass. Huah! Okay, ist cool, Alter, ja? Hey! Und Onkel D, Mann, ich brauch einen deutschen Pass. Hast du deine Schule gemacht? Ja. Hast du einen Job? Ja. Hast du unbefristet? Nein, ich hab nur befristet. Ich muss immer jede 2 Jahre immer zur Ausländerbehörde und dieser kann nicht sein. Wir trainieren jetzt zusammen. Krieg ich auch noch meinen deutschen Pass? Garantiert. Okay. Mach deinen Ton. Hu, hu. Man muss dieser Wind hören. Okay. Hu, hu. Ball auseinander. So, genau. Okay. Und danach mach sap. Sap. Geh mal mehr runter. Okay, okay. Okay. Sa. Okay, okay. Okay, so. Sag sa. Sa. Mach mal Ich will einen deutschen Pass. Ich will einen deutschen Pass. Mach ausgestreckt mehr. So. Und du musst lauter sagen. Willst du oder willst du nicht? Ich will. Dann lauter, nochmal. Ich will einen deutschen Pass. Mach erstmal Andersrum. Wie? So. Oh, sorry. Willst du oder willst du nicht? Ich will. Okay, nochmal. Ich will einen deutschen Pass. Du darfst nicht wackeln. Okay. So. Guck, Bosin. Du musst ernst sein. Jeder muss dir glauben, du willst. Willst du oder willst du nicht? Ich will. Willst du oder willst du nicht? Ich will. Ich will einen deutschen Pass haben. Wiederholen. Ich will einen deutschen Pass. Konzentrier dir! Ich spüre irgendwas in mir! Ja, mach weiter! Ich spüre den deutschen Pass! Ja, komm gleich! Ah. Ich spüre den deutschen Pass in mir! Ah. Okay, die. Ich hab einen deutschen Pass. Gut gemacht, meine Neffe. Dankeschön. Danke dir, ich hab jetzt einen deutschen Pass, Mann. Wirklich, danke dir. Keine Probleme. Onkel D? Ey, der ist so krass mit seinen Jutsus, ey, wirklich. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser deutsche Pass ist steinig und schwer. Ich kann hier diese Einbürgerungstest. Aber ich muss Beruhigung, da ich hier Tabletten, eine Beruhigungstablette wieder kriege von Unterricht hier. Da ich Kopfschmerzen, wenn ich die Scheibenwischer wieder vergessen habe, richtig drauf zu machen, dass ich hier. Aber dieser Ultrainstinkt ist scheiße. Dragon Ball Z, gut, GT, Huen, Sohn. Okay, hier, Satzbau. Ich
hab hier. Geht. Ah! Ich habe einen deutschen Pass und afrikanischer Papa darf es nicht erfahren. Ey. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, L. Mungulu! Komm her. Komm her. Was denn? Ich brauche Hilfe. Was denn? Beim Eyebrows-Augenbrauen-Vorbereitungstest. Was? Ich brauche Hilfe beim Augenbrauen-Fußsohlen-Abschneidetest für Quadrat. Test. Hilfe? Du meinst Hilfe! Du meinst Einwirkungstest, Papa? Ja. Mann, Papa, du bringst immer zu lachen, ey. Ohne Sinn. Bin ich ein Witz? Nein, Papa, war nur Spaß. Sehe ich aus wie eine Witzfigur? Nein, Papa, es tut mir leid. Bin ich lustig? Nein, Papa, es tut mir leid. Hilf mir jetzt beim Test. Das steht doch gar nichts. Danke, dass ihr es euch jetzt hier angeguckt habt, Mann. Ihr seid die Besten, Mann, ja. Danke für euren Support, Mann, ja. Und zwar, was habt ihr als nächstes Bock? Habt ihr Bock auf Herr Huhn wieder oder Frau Schwanz? Oder habt ihr Bock auf Frau Schwanz und Herr Huhn? Oder wieder nochmal afrikanischer Papa oder Onkel D? Oder soll jetzt einfach gleich darauf hin, jetzt die nächste Folge kommen? Also die Fortsetzung jetzt von diesem Video. Schreibt es mal in den Kommentaren hin, auf was ihr jetzt als nächstes Bock habt. Und ey, vergiss nicht zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt, ja. Und macht mal hier die Glocke auch aktiv. Habibis. Ich küsse eure Augen. Noch einen schönen Tag.